Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Beim letzten Mal haben wir ein Level abgeschlossen und... ja, ich würde sagen, das da. Nun gut, heute aktiviere ich mal diese zweite Lebensleiste, die uns komplett heilt und kaufe eine, die wir dann in Reserve haben. Das ist das, was ich nicht wusste. Dass wir... also das, was liegen geblieben ist, ist disappeared. Okay, bisschen unfair, aber kein Thema. Das zweite Land jetzt in unserer Bar da oben. Und das, was wir vorher hatten, ist da. Das heißt, wir können jetzt zwei mit ins nächste Level nehmen. Und das nächste Level wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wir haben Tazandra als Gegner, also Fergus. Tazandra. Und ja, wie genau ich das finden soll... ich weiß es nicht. Lasst uns mal reinstarten. Wieder mal hier Beschwerden an MC Racing. Eure Stühle sind grausam. Und die brechen immer nach links hinten aus. Kein Scherz. So, also geht es in den Vergnügungspark. Ich klinge wie so ein Pirat. Let's go! Oh, stimmt, der überlebt das ja. In seiner Stachelform. Okay, der überlebt das auch. Über den springen wir ganz perfekt drüber. Nehmen die Cone mit. Down! Gar nichts kann er hier. Oh. Tschu, tschu, vorne war auch sowas. Okay, wir werden von den Dingen immer getroffen. Lauf, lauf. Oh, smart, 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 runter. Hoch, hoch, weiter. Perfekt. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen happy heute. Ich hab keine Ahnung. Kann mir... ja. Hier hinten richtig gut was vorstellen. Und Tatsache, ja, kann ich. Wir nehmen die Coins natürlich mit. Boah, hier einfach in der Mitte. Haha. ja. Ich unterstütze natürlich keinen Massenmord. Aber in Videospielen ist das okay. Boah, wie limitiert das ist. Ich habe vorher, no joke, random nach Videos geschaut, wo Leute ihre Switch pimpen. Also heißt, wo sie die Switch aufschrauben und einfach neue Hardware reinklatschen. Ich habe niemanden gefunden, der das macht. Wenn ihr jemanden kennt, der das macht, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob dieserjenige Erfolg damit hatte oder nicht. Weil ich finde es halt schade, dass manche Sachen hier nicht flüssig laufen und ich bin mir zu 100% sicher, mit einem leichten Performance-Boost wäre das machbar. LOL, das war sogar Bonus. Ah, uhu, das war knapp, das war mega knapp, das war mega. Oh mein Gott, war das knapp. Erstmal Stampfattacke hier. Dann wird's geklettert und versteckt. Ich will den roten. Lauf, 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 los, 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 los. Kirby, ja, okay, ist easy machbar für mich. Wir werden sterben, wir werden getroffen. Ein Like dafür, Leute. Also, come on, ich hab's auch verdient. Oh, lol. Boah, ich seh's. Ey, first try. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Schön spam, 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 flieg, flieg, flieg. Perfekt. Hoch da. Die nehmen wir natürlich mit. Ey, Philin? Hört sich nicht so gut an. Er sagt nichts. Die sind ja zielsuchend. Come on. Aber smart, dass er da steht. Ich würde mich trotzdem ganz gerne hier einmal etwas genauer umschauen. Aber hier ist nichts. Okay, dann... da sind Spider. Stappen. Hier sieht's mal wieder nach Boss aus, ja. Aber das Smarte ist, wir können halt ausweichen. Wegrennen? Ah, ne.
Wie stark ist der Typ? Eigentlich sollten die zielsuchend sein. Wie fest er auf einmal ist. Gar nicht. Okay, down. Alles gut. Den Treffer hätte nicht sein müssen. Hätte man Damage-less machen können. Bin ich aber voll okay mit so. Und ich glaube, wir sollten wechseln. Ich sehe hier einige brennende Sachen. Und da ist, glaube ich, das Eis-Item ganz gut. Darüber geht's nicht. Das sah so aus. Ich lösche mal alles. Geht das damit auch? Oha, wie cool. Oha, wie mies. Aber keine Seele. Hoho. Sherlock K-Storm ist wieder da. Hier ist sonst nichts mehr drin, ja dann. Ein richtiges Podest hier. Oh, hier oben irgendwo. Nein? Oh, es sind Crystal Shards. This is very unexpected, aber okay. Hey! Hätten wir alle. Es gibt 3 Stück. Ist okay. Was liegt hier unten noch? Achso, das Eis-Power-Up einfach. Da haben wir auch die Treffer wieder drin. Sehr schön. Und dann geht es für uns weiter. Elfilin? Er sagt nichts. Oder sie. Ich weiß nicht. Aber ich erinnere mich an das Geisterhaus. Und das Geisterhaus fand ich vom Gimmick her halt mega, mega cool. Vor allem, wenn ihr spammt, anstatt gedrückt zu halten, könnt ihr normal laufen. Also halt fast normal. Und das ist, glaube ich, ganz okay. What? Lauft einfach gar nicht hier lang. Boah, wie mies, weil ihr das auch nicht seht, das Vieh. Boah. Ey. 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 Der hat mich legit gekriegt. Ich sehe nichts. Glaubt es oder glaubt es nicht, ich habe mich legit vor dem erschrocken. Wieso laufe ich zurück? Ich bin doch auch blöd, gell? Ich habe gehört, das Licht geht da. Ein Sammel-Item! Okay, das kam unerwartet. Weil... hatten wir bis jetzt noch nicht in den Boni-Leveln hier. Hier kommt safe ein Geist. Ah. Nein! Please! Okay. Wir machen das nochmal. So schlecht kann man ja nicht sein. Okay, wir laufen weiter. Egal, solange die nicht aktiv werden. Ja, ich sehe doch auch nichts, Mann. Ach, ich muss da lang. Ja, komm. Auf du. Ganz gut. Ich glaube, nachher rechts. Das sieht gut aus. Licht ist immer gut. Bisschen Heilung wäre schon nett. Du mieses Viech. Du kleines, dreckiges, mieses Viech. Oh mein Gott, wie unfair. Aber ich hätte ihn sehen können, ich hätte ausweichen können, aber ich bin halt ein bisschen doof. Haben wir es noch nicht geschafft. Aber da ist eine Coke, an der ich ganz professionell dran vorbeigehüpft bin. Am Schluss hüpfen. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Okay. Das fährt sich wieder ein. Sehe ich schon.
Oha, okay. Ein stylisches Secret, würde ich mal sagen. Zu finden durch die, ich muss sie da weg. Boah, richtig nice. Ich muss sie da weglocken, damit wir da hin können. Ich habe gerade B zum Springen gedrückt, deswegen habe ich sie mal. Diese Assistenz, alle Fragmente. Wuhu, immerhin hier. Sehr, sehr schön. Ich bin so unfassbar dumm. Ich habe gar nichts gedrückt, der ist wieder von alleine gelaufen. Ist ein Kritikpunkt bei dem Spiel. Smart, smart, smart. Wieder hochfliegen. Weiter geht's. Kommt doch dieses mit den... Genau. Ich hab doch auch ein Eis-Item. Wieso kann er mich dann verletzen? Ey, ist kein Problem für mich. Das fällt jetzt runter. Ich kann mit dem Eis-Item hier ganz normal drüber, aber ich wollte wissen, ob es wirklich runterfliegt. Aber ich bin fest! Nein! Ey, das ist so mies! Sind das Stacheln? Mein Gott, ich wäre da fast reingefallen. Stark ist es ja schon, muss man ganz ehrlich sagen. Also ist jetzt kein Item, wo ich sagen würde, wow, wie weak. Den nehme ich mit. Ey, eine Challenge weniger, die ich für ein Upgrade machen muss. For real ist schon sinnvoll. Die gibt es jetzt mittlerweile nämlich überall zu finden. Auch im Waddledy-Dorf habe ich schon einen gefunden. Ey. Da ist Heilung. Nein, please. Hallo. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will das Item. Ich bin hier weg. Ich bin doch nicht weg. Ich bin Eismann. Ich muss hier keine Angst haben vor gar nichts. Ich kann doch relativ entspannt drüber laufen. Jo, und jetzt fällt das rechts runter. Ah, oder es bildet sich eine Leiter. Und drei weitere. Eins haben wir verpasst. Aber wie gesagt, bin ich voll mit zufrieden. Weil das war einfach unfair. Wir haben noch einen Bosskampf. Ey, wie wär's mit einer Heilung? Bombe. Sehr schön. Oder? Ja. Dann laufe ich hier gerade dahin. Für einen. Oh, wie nice. Da komme ich dahin. Ich bin gleich tot. Not joking at all. Bin gleich for real dead. Suchen jetzt hier. Boah, wie cool. Das ist halt so Innovation, die fühlt man. Weiter geht's. Aber eine Heilung wäre jetzt schon nice. Ich weiß, wir haben noch eine zweite Lebensleiste, aber... Oh, the Maxi Tomato. Ich überlege gerade, ob sich die Bomben lohnen oder das Schwert. Ganz ehrlich, die Bomben sind ja zielsuchend. Die Bomben sind echt ziemlich stark. Let's go! Illusion Leopardin!
hat Sandra Phantom. Mal gucken, wie heavy das wird. What? Boah. Komm hierher, hierher locken. Ich bin gesprungen. Sehr schön. Oh, sie macht das zweimal. Nee, sie macht wieder sowas. Okay, während sie kommt, jetzt werfen. Sprung. Oh mein Gott, wurde ich immer noch nicht getroffen. Ey, maximal gute Runde bisher. Oh yes, also zu gut bis jetzt. Ich hab Angst. Ja, ich wurde getroffen. Es musste passieren. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass es passiert. Lieber jetzt, wie dass es nachher gar nicht passiert. Was passiert? Geht's jetzt nach oben? Hä? Ich glaube, Fliegen ist die Lösung. Flug, Flug, Flug. Halten, halten, halten. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet, weil das ist neu. Hallo! Ich habe Spring gedrückt. Jetzt wird's lächerlich. Das kennen wir schon. Ey, ihr glaubt nicht, wie häufig ich gerade springen gedrückt habe. Oh, jetzt wieder sowas. Jumpen! Ey. Yes! Ohne eine Lebensleiste zu verlieren, Leute. Oh mein Gott. Wir sind tiefenentspannt. Yes. Also was heißt tiefenentspannt? Ich bin hier innerlich gerade 5-mal gestorben. Oh mein Gott. Yeah. So wünsche ich mir das Ganze. Das ist doch wunderbar hier. Oh, sogar überdurchschnittlich viele gesammelt. Finde ich super. Und die Gang. Wie cool. Schauen wir uns alles im Stream, beziehungsweise noch mal in einem extra Part an. Ich glaube, im Stream schauen wir uns das an und ich schneide das nochmal als Part, lade das nochmal hoch für die Leute, die sich... Keine Ahnung, wer sich das anschaut, aber gibt bestimmt Leute und für die ist das ja alles schön und gut. Und wisst ihr was? Ich bin so motiviert, dass ich sogar noch einen dritten Part aufnehme. Aber, was? Wir sollten in die Stadt zurück. In die Stadt? Kann man da schlafen und sich regeneraten? For real? Warum wusste ich das nicht? In meinem Haus. Stimmt, in meinem Haus. Boah, das war so episch. Also, Endboss-Kampf fand ich ja weak. Random. Aber das fand ich schon heavy. Wie Metall. Regeneriert mich das komplett. Warum? Jetzt mal for real.
Da vorne ist ein Laden, der verkauft Maxi-Tomaten. Sag mal, du denkst auch, ich bin blöd, oder? Lol, die Animation, dass er sogar wirklich Damage bekommt und stirbt. Bei allen so? Wie nice. Und zwar, hier hatte ich das. Wenn ihr hier beim Haus ganz oben auf die Spitze kommt, ist da hinten so ein Stern gespawnt. Das Ultimate-Turnier werden wir wahrscheinlich nicht machen, keine Ahnung. Ich habe gar keinen Bock zu. Ja, die Folgen werden jetzt immer kürzer, ihr merkt schon. Aber... gut. Wenn euch das jetzt gefallen hat, zeigt das gerne mit einem Like, einer positiven Bewertung. Damit ich weiß, dass ihr genauso mitgefiebert habt wie ich heute. Und ich gehe jetzt meine Tabletten holen, um mich zu beruhigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.